Das ist geil. Aha, das darf man nicht. Das darf man nicht. Also der BMW und der Mercedes werden bestimmt ganz human jetzt anfahren. So, YouTube. Erstmal guten Morgen. Wir haben es aktuell knapp 10 nach 11. Eigentlich wollte ich schon um 8 ein Video aufnehmen, bis ich glücklicherweise erfahren habe, dass ich ein bisschen länger arbeiten muss. Was doch eigentlich gar kein Problem ist, weil die Arbeit halt ultra chillig ist. Nur mein Plan war es, weil ich gerade in Mosach bin, euch zu zeigen, wo ich früher gearbeitet habe. Nennen wir es einfach mal Guantanamo. Nur wenn es so dunkel ist, ist es weil da ist bestimmt überall Security und sowas. Und wenn die mich da auf dem Bike sehen, den Stress will ich mir nicht antun. Fahren wir einfach zurück. Vielleicht fahren wir ein bisschen durch die Stadt. Keine Ahnung. Zeigt sich dann. Sonst, was gibt es zu sagen, YouTube? Ich habe mal wieder kein Video hochgeladen. Das lag einfach daran, dass ich wirklich wenig Zeit hatte. Und gestern Abend wollte ich das eigentlich fertig schneiden. Oder warte, nee, wie ist der Tag gestern heute? Heute ist Samstag. Ich wollte es vorgestern, am Donnerstagabend, wollte ich schnell fertig machen und dann hochladen. Habe ich leider nicht geschafft, weil dann ist was dazwischen gekommen. Dann war ich in der Stadt, dann war ich erst um 12 wieder zu Hause. Und am nächsten Tag hatte ich Frühschicht und da hatte ich keinen Bock, mich nochmal hinzusetzen und zu schneiden. Dann dachte ich, schneide ich es heute Abend, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Ja, moin, ich gehe jetzt gleich schlafen, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, weil morgen Frühschicht angesagt ist. Das ist geil. Das Ding ist fresh. Ja, jetzt packen wir es langsam nach Hause. Mann, ich wollte euch echt gern zeigen, wo ich damals gearbeitet habe. Man, da gibt es Storys zu erzählen. Schau Leben. Aber bei der Uhrzeit will ich da echt nicht hingehen, weil da ist wirklich, zumindest als ich gearbeitet habe, viel Security immer gewesen. Und jetzt hat das Objekt auch eine andere Firma übernommen, habe ich online gesehen. Und da will ich dann nicht irgendwie Stress bekommen. Ich war vor ein paar Tagen da. Bisschen was hat sich verändert, auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen ist alles noch ziemlich gleich geblieben. Ich muss mal schauen, wann ich wieder Zeit habe. Ich muss auf jeden Fall vor Donnerstag machen, weil Donnerstag geht wieder mal die Welt kurz unter. Aber ich muss auch sagen, wir hatten echt heftig geiles Wetter jetzt die ganzen letzten Tage. Also, Schock, Güzel, wieso kann ich der ganze Sommer so sein, Mann? Warum verfolgt dieser Buggy mich? Ah, da vorne ist die Polizei, Mann! Ich habe keinen Fahrzeugschein dabei. Habe ich einen Führerschein dabei? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich hätte heute fast den Führerschein nicht in der Früh mitgenommen. Und dann ist mir eingefallen, oh, du musst schon ein Stück fahren. Nimm ihn lieber mit, Mann, bevor dich jemand anhält. Sollen wir einmal durch die Stadt fahren? Es soll irgendein Riesenrad am Königsplatz geben. Das will ich mir jetzt mal anschauen. Ja, wir fahren in die Stadt. Eieiei, da sind wir aber flott unterwegs, Polizei. Ist da hinten jemand, ja? Wurden wir bei irgendwas erwischt? What the f... Hä? Da sitzt ein Polizist alleine vorne und hinten rechts sitzt jemand. Mit Maske und alles. Also nicht mit Sturmaske, als ob er speziell anhält, sondern mit so einer Maske, die man halt braucht. Komm, lass hinter der Polizei Schlangenlinien fahren. Was schon das Schlimmste, was passieren kann, oder? Soll ich da mal durchfiltern? Bei 50 km/h einfach durchbrettern. Juckt mich nicht, Digga. Aha, das darf man nicht. Das darf man nicht. Als ob das irgendeinen juckt, Mann. Wenn Gegenverkehr gekommen wäre, wäre kurz einmal die Sirene angegangen und fertig. Heute habe ich auch auf Instagram gesehen, waren Königsecks in der Stadt unterwegs. Wo sonst außer bei der Maximilianstraße, bei diesem ein Café, was da wohl ist, wo die ganzen fetten Autos immer sind. Da standen einfach 2 oder 3 Königsegg. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, ein Regierer war dabei und die anderen, keine Ahnung. Hätte ich auch gern aufgenommen, ja, aber ich war ja arbeiten in Mosach. Also der BMW und der Mercedes werden bestimmt ganz human jetzt anfahren. Da wird gar nichts Schlimmes passieren. Ich habe mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon von euch. Aber zumindest hat der BMW geöffnete Klappen. Wenn es der BMW war, weil es kam schon ein bisschen von rechts. Ey, das ist bei AMG wirklich so peinlich, Mann. Die haben fette V8-Motoren und dann Fake-Auspuffblenden. Der hat einfach nur 2 Auspuffrohre, Mann. Das weiß ich auch vom E53, dass er auch nur 2 hat, aber doch nicht bei einem GT, Mann. Ich fahre jetzt eigentlich voll die langweilige Route. Maximilianstraße kann ich vergessen, ist ja 12 Uhr nachts. Ich fahre jetzt hier nach rechts, dann fahre ich wieder zurück. Und dann ab geht's nach Hause, Maschallah.
Ich habe irgendwann gesagt, ich fahre jetzt dann nach Hause. Ich fahre den alten Weg zurück und dann fahre ich langsam nach Hause. Aber ich muss schlafen gehen, morgen Frühschicht. Ich verstehe es halt endlich, warum Leute vom Filmcasino sind, Mann. Ich verstehe es nicht. Also danke auf jeden Fall auch an den TT, dass er sich daran hält, dass er nicht auf Motorradparkplätzen stehen darf. Strampelt, meine Freunde, strampelt durch die Nacht. Oh, hier wird's eklig. In Querlage über die Schienen. Wie gesagt, Rennfahrer. Yo, Bro, Sausalitos ist ja... Digga. Was geht denn da ab, Digga? Digga, ich höre die Musik bis hier vor. Mit geschlossenem Visier und Kopfhörern. Also natürlich habe ich nur in einem Ohr den Kopfhörer drin. Liebe Polizisten, die zuschauen. Ich bekomme voll und ganz mit, wenn mich jemand anschreit oder anhupt oder eine Sirene irgendwo ist. Warten wir oder nicht? Na. Da muss das Visier kurz hoch? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Maschallah wert. Ich konnte das Visier nicht genau... Maschallah, Digga. Ich war bei der einen stehen geblieben, dann wurde ich ja unterbrochen. Durch mich selber. Ich musste ohne Spaß das Visier hochklappen, weil ich habe es nicht genau gesehen. Also auf so einer Entfernung sehe ich keine Gesichter. So, aber YouTube, hau mal rein. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht auch mal wieder mit 3 Videos die Woche. Bis dahin, bleibt mir gesund, genießt das schöne Wetter. Schöne Wetter! Es ist einfach ultra geil grad. Danke dafür, Deutschland. Bis dahin, ihr wisst Bescheid. Zum Ende kommt immer das gewohnte Yalla.